Hallo und herzlich willkommen zu Frankie Dettori Racing. Wie ihr unschwer erkennen könnt oder vielleicht sogar schon vermutet, handelt es sich hierbei um ein Pferderennspiel. Der Kern des Spiels ist ein Season-Modus, ein Karrieremodus, bei dem man das Ziel hat, einen eigenen Rennstall aufzubauen, Pferde zu kaufen, Pferde zu züchten, Trainer einzustellen, Jockeys einzustellen, Betting-Manager, das zeige ich euch dann später, einzustellen und halt so viel Geld wie möglich zu scheffeln. Ich glaube, es sind mehr als 20 verschiedene Tracks weltweit dabei. Alles Original-Tracks nachempfunden und dementsprechend gibt es auch einen riesengroßen Rennkalender, den man während dieses Karrieremodus spielen kann. Bevor wir aber mit der Karriere anfangen, möchte ich euch mal den groben Kern vorstellen. Es geht nämlich um das Pferderennen letztendlich. Da gehen wir jetzt mal rein. Ich habe da schon ein Profil angelegt, was wir eventuell vielleicht nochmal ganz kurz jetzt bearbeiten könnten, denn ich habe die Farben noch nicht festgelegt. Ihr seht, wir können hier die Silks editieren. Das heißt, zum Beispiel hier, das ist das ein Peak. Herzchen ist jetzt vielleicht nicht so schön. Das ist ein Peak, genau, das andere war Kreuz. Oder einfach nur ohne Farbe. Vielleicht gibt es hier noch was Schönes. Diamant, drei Diamanten. Ja, Streifen. Die Streifen machen fett. Halb und halb ist doch ganz gut, oder? Nehmen wir halb und halb. Von den Farben her. Ja. Ich würde blau und gelb vorschlagen. So. Das gleiche mit den Ärmeln. Ne, komm her. Unser Käppi machen wir auch komplett blau, damit wir im Rennen gut zu erkennen sind. So, ja. Ich würde sagen, das funktioniert. Das sieht doch ganz nett aus. Ich würde vorschlagen, um euch die Rennen mal zu zeigen, gehen wir mal in ein Single-Rennen rein. Das finden wir unter Jockey-Mode. Hier sehen wir übrigens den Season-Mode, der Karrieremodus. Gehen wir mal in den Jockey-Modus rein und wählen ein Single-Race aus. Das Spiel wird übrigens komplett per Tastatur gesteuert. Ich weiß nicht, ich denke, man kann eventuell ein Joypad anschließen, aber das habe ich noch nie ausprobiert und von der Steuerung her klappt es über Tastatur nämlich sehr gut. Hier sehen wir die verschiedenen Tracks, die dabei sind. Ihr seht, da ich ein neues Profil angelegt habe, beziehungsweise das Spiel nochmal neu installiert hatte, habe ich noch nichts freigeschaltet. Ja, das sind hier die ganzen Rennstrecken, die ich euch jetzt leider nicht zeigen kann. Aber die ersten drei sind ja schon mal von Haus aus freigeschaltet. Das wäre Esken, Epsom oder Three Oaks. Lass uns doch einfach mal den Royal Ascot ein Rennen austragen. Über die Länge würde ich mal sagen, nehmen wir mal 1600, um es ein bisschen länger zu machen. Difficulty machen wir euch Medium. Unter Going können wir jetzt einstellen, wie die Bodenbeschaffenheit sein soll. Und unter Wetter, ja, das ist natürlich selbsterklärend. 1600 Meter, ein fastes Going, das heißt ein sehr guter Bodenbelag. Die Pferde kommen schnell voran. Das nächste sehen wir nochmal eine ganz kurze Übersicht über den Renntrack. Und danach geht es dann schon zur Pferdeauswahl. Schlicht. Continue. Hier sehen wir dann die Pferdeauswahl. Pferd Nummer 1, Clever Money. 10 zu 8 die Wettchancen. Ganz rechts seht ihr die Preferred Position. Und bei diesen vier Kreisen handelt es sich darum, wo das Pferd im Rennfeld am liebsten läuft. Ist der rote Kreis ganz links, dann läuft das Pferd am liebsten ganz am Schluss. Ist der rote, beziehungsweise der grüne Kreis ganz rechts, läuft das Pferd am liebsten von vorne weg. Und ist es dazwischen, dann läuft es halt am liebsten so in der Mitte. Das ist wichtig, weil man das Pferd im Rennen dort halten sollte, dort wo es am liebsten läuft, um Potenzial aufzubauen. Potenzial ist wichtig, das werdet ihr nachher sehen, um am Ende im Schlussspurt das Pferd nochmal richtig anzutreiben. Aber Clever Money nehmen wir sowieso nicht, denn der ist nicht der Favorit für das Rennen. Endless Emperor, 10 zu 3, ebenfalls kein Favorit. Fluffy Interest, 11 zu 4, kein Favorit. Gambling Diva, 10 zu 3, ebenfalls kein Favorit. Aber wenn ihr jetzt mal schaut bei den vier Kreisen, der grüne Kreis ist ganz rechts, das heißt Gambling Diva wird am oder läuft am allerliebsten von vorne weg. Striped Goat, 6 zu 1, schon besser, aber immer noch kein Favorit. Feeble Hamster, 13 zu 2, kein Favorit. Milky Paint, kein Favorit. Quaint Wine, kein Favorit. Und hier haben wir den Favoriten, Wicked Work, 6 zu 5 und in Klammern Favorit.
Der läuft zwar, was mir nicht so lieb ist, was meine persönliche Vorliebe, nicht von vorne, sondern eher von hinten. Das mag ich eher nicht so. Das heißt, dass wir nämlich auch einen eher schwachen Start gleich haben werden. Das werdet ihr sehen. Die Pferde sind schon dann ein paar Meter weg, während wir erstmal starten, so in etwa. Aber wenn das Pferd es so mag, dann bitteschön. Wenn es da am stärksten ist, dann werden wir es einfach ausprobieren. Also laufen wir mit Wicked Work. Ein dreijähriger... Ja, steht jetzt gar nicht dabei, welches Geschlecht. 3 Jahre alt ist er zumindest. Preferred Going hat er zwar Slow. Und wir haben ja Fast eingestellt. Das ist zwar auch kontraproduktiv, aber da er ja als Favorit geführt wird, sollte es trotzdem reichen. Ne? Über F1 können wir auch Horse Information aufrufen, sehe ich gerade. Hier sehen wir Wicked Work, Sprinter, Middle, Intermediate oder Stayer. Das heißt, auf welcher Strecke er besonders gut ist. Jetzt haben wir eine Intermediate-Strecke ausgewählt. Da seht ihr, dass die dunkelgrau unterlegt ist. Da hat er Stärke 38. Das ist jetzt nicht so berauschend, warum er hier als Favorit geführt wird. Er schließt sich mir jetzt nicht so ganz. Aber soll ja auch egal sein, solange er uns gleich zum Sieg trägt. Zweiter geht, dann sehen wir mal, dass er schon 3 Rennen gelaufen hat. Und davon hat er 1 gewonnen. 37.000 Euro hat er insgesamt eingelaufen. Ah, hier sehen wir auch in Currick ist er 5. geworden, dann in Caulfield hat er gewonnen. Yarraglade ist er nur 9. geworden. Und hier sehen wir mal seine Abstammung. Seine Eltern sind Straight Samurai und Soul Steam. Und nach rechts hinaus seht ihr dann den kompletten Familienstammbaum. Hier sehen wir noch den Besitzer. ENU Gripsley, Australia Brown Colt, also ein männliches Pferd, Geburtsjahr 2003. Das Spiel ist uns von 2006, weshalb das Pferd auch 3 Jahre alt ist. Es erschien, glaube ich, Ende 2006, Dezember 2006 erschien es in Europa. So, vielleicht können wir noch mal kurz einen Blick auf die anderen 3 Pferde werfen. Haben wir Journey, auch nicht schlecht mit 6:4 von den Wetten her. Und Reverse Robot. Und last but not least, Twist of Skirt. Absoluter Außenseiter. Steht auch als Rank. Als Rank dort unten Underdog. Wir bleiben aber bei Wicked Work und gehen ins Rennen. Bisher passt das wunderbar. Und ihr werdet jetzt auch gleich beim Rennen hören. Ist ein Live-Kommentator dabei, der wiederholt sich natürlich in jedem Rennen, aber das schafft ein wunderbares Flair, wie ich finde. Wenn ich jetzt auf Continue drücke, sehen wir uns in der Startbox und sehen gleich ein Startometer. Und dieser Startometer beginnt bei links und ich muss im richtigen Moment dort im grünen Bereich, den ihr dann sehen werdet, auf die Leertaste drücken und dann rennt das Pferd los. Beschleunigen tue ich mit der Pfeiltaste nach vorne, abbremsen mit der Pfeiltaste nach hinten, links, rechts dementsprechend auch mit den Pfeiltasten. Zum Schluss im Sprint werdet ihr sehen, unten links eine Whip-Anzeige. Das heißt, dass ich im Schlusssprint das Pferd mit der Peitsche antreiben kann. Jetzt gehen wir mal ins Rennen und schauen mal, was es ergibt. Ja, ein guter Start, kein perfekter. Aber da habt ihr gesehen, dass die anderen schon ein Stückchen weg waren, bevor wir überhaupt erst rausgelaufen sind. Aber jetzt sind wir in einer guten Position. Ihr seht links Stamina. Die verbraucht sich natürlich mit Laufe des Rennens. Und darunter baut sich Potenzial auf, wenn ihr, wie wir jetzt, im richtigen Bereich sind. Im grünen Bereich. So läuft sich jetzt langsam ins Potenzial auf. Das kann im Schlussspurt durchaus entscheidend sein. Rechts seht ihr grün die Geschwindigkeit, die wir laufen, und blau die Geschwindigkeit, die wir anfahren. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen zu schnell, aber ich will nicht zu spät in die Kurve reinkommen. Ja, bevor die mir nämlich hier das Loch zumachen. Jetzt verliere ich doch ein bisschen den Anschluss, das gefällt mir nicht so. Und jetzt geht auch schon der Sprint los. Das Loch da ist noch offen, vielleicht kommen wir da durch, mal schauen. Aber ich glaube, der Abstand ist schon zu groß. Naja, oben seht ihr auch schon die Erschöpfung des Pferdes. Er kann nicht mehr. Journey gewinnt, ich glaube, wir sind noch 4. geworden. Ja. Verpatzter Start, dann nicht gut in die Kurve gekommen.
Und schon gewinnt man das Rennen nicht, obwohl man Favorit ist. So schnell kann es gehen. Hier sehen wir nochmal das Zielfoto. Ja, das war natürlich klar. 2 Längen Vorsprung, gewinnt Journey vor Fluffy Interest, Clever Money. Und wir mit Wicked Work auf 4. End of Race, Restart, Replay, Exit. Wir gehen mal wieder zurück ins Menü. Ein paar Minuten haben wir noch. Vielleicht können wir schon mal in den Season Mode reingehen. Ich würde sagen, das machen wir. Enter the name of your stable owner. That's me, of course. Nee, hier nix. Genau. So, jetzt kriegen wir ja von Frankie Dettori höchstpersönlich noch Tipps, die wir allerdings nicht brauchen. Wir navigieren mit der Bild-Auf- und Bild-Ab-Taste durch die Menüs. Haben hier zum einen die komplette Übersicht, wann, wie das nächste Rennen stattfindet. Und wir können einen Tag weiterschalten, Monat. Bis zum nächsten Event. Könnten unsere Farben nochmal trainieren. Hier haben wir dann unsere Stable-Übersicht. Wir haben im Moment Platz für 4 Pferde. Könnten das natürlich upgraden. Brauchen wir jetzt allerdings noch nicht. Mit unseren 12.000 Euro werden wir uns gleich sowieso erstmal nur ein kleines Pferd leisten können. Wahrscheinlich kein Siegespferd. Mal gucken. Hier können wir Staff einmelden. Wir können Jockeys einmelden, einstellen, die dann für uns laufen. Einen Trainer könnten wir natürlich einstellen. Dadurch werden die Pferde besser. Kann ich mir vorstellen. Allerdings habe ich jetzt bisher in meinen ganzen Testspielen noch keine Verbesserung bei den Pferden festgestellt. Allerdings auch keine Verschlechterung, dadurch, wenn kein Trainer dabei ist. Sobald wir genug Geld haben, stellen wir einen ein. Einen Betting Manager können wir einstellen, der für uns automatisch über die ganzen Rennstrecken reist und mit einem vorher festgelegten Budget dann die Kohle verzockt bzw. mehr rausmachen soll. Hier sehen wir den Kalender. Dort werden wir dann gleich unser Pferd in die verschiedenen Rennen eintragen können. Datum seht ihr übrigens 1. Januar 2006 fängt das Spiel an. Und hier geht es jetzt daran, ein Pferd zu kaufen. Machen wir gleich. Ich zeige euch mal kurz die finanzielle Übersicht. Da gibt es natürlich bisher noch nicht viel zu sehen, außer dass uns der Stall selber 1260 Euro kostet. Die müssen wir auch erstmal wieder einlaufen. Und hier sehen wir die komplette Übersicht. Wie viele Rennen wir gewonnen haben, wie viele Pferde wir besitzen und so weiter und so fort. Aber als Herzstück würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt erstmal ein Pferd kaufen. Bei Horst, natürlich. Ich würde vorschlagen, dass wir als erstes Pferd uns einen Sprinter zulegen. Das sind so Rennen 1000, 1100 bis runter zu 800 Metern. Die laufe ich am liebsten. Und wenn wir dann einen guten Sprinter finden, dann haben wir vielleicht auch schon die Chance, das ein oder andere Rennen zu gewinnen. Ja. Angelic Wall ist jetzt eher nicht so der Sprinter, eher für die Mitteldistanz. Ein Zweijähriger. Captain Noise ist schon eher ein Sprinter. Ist bisher 3 Rennen gelaufen, hat noch nichts gewonnen. Smart Stone ist auch eher jemand für die lange Distanz. Hier haben wir mit Motionless Melody einen Hengst. Eher für die Mitteldistanz. Und hier haben wir schon einen sehr guten. Outrageous Flash. Mhm. Sprint 69, 5 Rennen gelaufen. Ist ein kastriertes Pferd. Ist einmal Dritter geworden. Schauen wir erstmal noch ein bisschen weiter. Racer's Art. Auch eher nicht. Robust Rogue. Das ist eigentlich ein guter Allrounder. Bei 6 Rennen hat er 1 gewonnen und 2 zweite Plätze. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Complete Juice. Auch nicht schlecht. 4 Jahre alt. Ein Mehl. Oh, Hamsterline. Netter Name. Force System. Ja, toll. Drifting Amber. Auch für die Mitteldistanz. Jolly Reaction. Super Name. Boiling Pumpkin? Nee, eher auch nicht. Hamsterfump, ein Zweijähriger. Zweijähriger mit Sprint 84. Ein kastriertes Pferd, ja. Sprint 84. Der Rest Mittel Intermediate und Stayer ist zu vernachlässigen. Kostet 7.920 Euro. Hat bisher in 9 Rennen 2-mal den 3. Platz gemacht. Ich glaube, den kaufen wir. Da habe ich jetzt ganz spontan ein gutes Gefühl. Purchase Hose, yes. Purchase this Hose, yes. Ja, navigate to the race calendar page. Das werden wir jetzt auch tun. Und unseren Kleinen hier, hübsch ist er ja, mal direkt in ein Rennen eintragen. Jetzt sehen wir, die Renntermine sind teilweise blau geworden. Das heißt, dort gibt es dann immer ein Rennen, wo wir unser Pferd eintragen können. Am heutigen Tag könnten wir ihn zum Beispiel, ja. Es ist ein bisschen nervig, die ganzen Tipps am Anfang.
gönnen wir ihn zum Beispiel hier Sunday den ersten, Viz Insurance 1400 in Carrick. 4 Rennen finden hier statt, eintragen. Und da hätten wir ein 1600 Meter Rennen und ein 2200 Meter Rennen. Und in diesem blauen 2200 Meter Rennen könnten wir ihn eintragen, ist aber für unser Pferd gar nichts, denn wir haben ja extra einen Sprinter gekauft. Schauen wir mal nächste Woche bei New Price Handicap in Goodwood, ob es da ein Rennen gibt. Na, das ist mir auch zu lang von der Strecke her. Und danach die Woche? Ebenfalls nichts. Eigentlich ungewöhnlich. Junge, komm. Eigentlich ungewöhnlich, dass es für Zweijährige keine kurzen Rennen gibt. Ist eigentlich die Regel. Ja, gut, bevor ich jetzt hier lange noch rumgucke, versuchen wir die hier in der letzten Woche nochmal, New Price Handicap, Carrick. Auch ein 1600 Meter Rennen, ja. Suchen wir noch ein möglichst kurzes Rennen. Dann würde ich sagen, nehmen wir das Sinclair Classic, 1600 Metern, 11 Starter am 3. Januar. Das wäre also in der folgenden Woche. Hier sehen wir nochmal die Übersicht dann links. Sinclair Classic, Distanz 1600 Meter, 11 Starter. Soweit von der Altersstruktur her offen. Das heißt, Zweijährige können sowohl teilnehmen wie auch Siebenjährige, meinetwegen. Und vom Preisgeld, der Erstplatzierte bekommt dann 18.000 Euro. Das wäre natürlich schon mal kein schlechter Start. Da tragen wir unser Pferd einfach mal ein. Und die Einschreibungsgebühr sind 300 Euro. Das ist auch noch zu tragen. Ja, können wir uns leisten. Jetzt ist unser Pferd dort eingetragen. Und wenn wir zurückgehen, dann sehen wir unser Next Event, 3. Januar, New Price Handicap. Da ist dann unser Pferd im Rennen. Das zeige ich euch dann allerdings erst in der nächsten Folge. Das soll es nämlich für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zugucken und freue mich dann in der nächsten Folge, dass wir unser erstes Rennen bestreiten. Und vielleicht hat unser Rennstall ja sogar eine richtig große Zukunft. Dankeschön, bis bald.